Willkommen zur vierten Folge Secret Hitler mit Fabian, Chucky, Maxi und Hitler. Moin. Guten Tag, Kameraden. Alles Gute zum Geburtstag. Also, Daniel ist Hitler. Wir würfeln aus. Wer hat denn die Macht am Anfang? Und das bin ja ich. Nee, bin ich Nee. nicht. Alles klar, Andi ist verantwortlich. Oh Mann. Können wir nochmal eine Anmod machen? Oder Nein. zweimal? Wow. So, ist ja eigentlich jetzt in der ersten Runde egal, wen ich will, ne? Ja. Genau, immer den Hitler Komm, wählen. das ist Ist eine gute Entscheidung. Hitler zu wählen ist immer gut. Ja, auch wählt mal dein Hitler. Führer Aber da hätte wählen. ich Daniel wählen müssen. Ja. Fabi, die Karte bitte ablegen. Sofern du die halt abgelegt haben möchtest. Alles klar, Oh! erstmal in der ersten Runde Nein stimmen, so gehört sich's. Richtig. Das Ich ist die stelle das Kabi, ich Bodentaktik. stelle das Kanzleramt auf den Kopf. Die machen gerade gemeinsam die Taktik, das fliegende das fliegende Bett. Dass Andi auf Auslöser reagiert. Geben Sie mir eine grüne Karte. Grüne? Eine grüne? Das war doch zu geil, oder? So leicht jetzt Mikrobus. Oh Mann. So, ich hatte die Wahl, liebe Freunde. Ebenfalls, ich habe eine rote Karte weggeworfen. Ja, das ist doch schön. Ja, ob das stimmt, ist dahingest sei dahingestellt. Aber es stimmt, dass ich eine blaue dahingelegt habe. Was? Nein, die ist doch safe rot. Ich vertraue Fabi. Fabi ist der Moment, ich war beste schon Anführer, mal. den es gab. Oh Gott. Alles Ich sag dir noch, klar. die machen die Taktik mit dem fliegenden Bett. Oh Was für Gott. ein fliegendes Bett? Die Taktik, du Otto. Hast du nicht zugehört, ey? Wir können natürlich Auf die Nase auch. weg. Ach, die kann man gar nicht rot anmalen. Okay, was passiert jetzt? Fabi wählt Daniel. Das ist eh die erste Runde, Halte ich seitdem für ich sehr raus. riskant, aber es ist die erste Es tote ist Runde. nicht die erste Runde. Ja, aber meine Ernsthaft, die jetzt hast du es zweite. zurückgetan. Ich habe gedacht, du hättest gelegt. Ich hab nicht gelegt. Ja, ich hätte es aber gedacht. Schon schauen. Chucky, hör auf. Ist die Wahl durchgekommen? Ach Ja. nee, Ja. krass. Ja. Okay. Also heißt, ich darf jetzt erschießen und ich erschieße Daniel. Okay, tschüss. Warst Oh, du ich darf Hitler? Ich bin erschießen. raus. Ich erschieße Fabi. Boah, das wäre eine geile Idee. Kappa. Aha, Chucky hat ja sehr viel Vertrauen. Boah. Ja, ich weiß nicht, ob ich meinem Führer vertrauen kann oder nicht. Wo kannst mein Führer trauen? Was? Der vergaß sich doch im Rücken. Warte mal. Was steht nicht hier hinten eigentlich drauf? Das können wir uns ja mal anschauen. Ja, kann man hier mal Previous Selected, oder? Nichts Interessantes. Oh, Falscher Stapel. Okay. Ich hatte nicht die Wahl. Ich auch nicht. Also Fabi ist Fascho. Also 3 Euro. Nein, drei Hitler. rote. Ja gut, Drei drei rote Rote sind sind Sache. realistisch. Ja. Also ihr könnt ruhig sagen, dass ich Fascho bin, das ist kein Thema. Du bist Fascho. Okay, Nein, tschüss, er ist haut rein. Hitler. Echt, nee, Und also. das? Entweder ist für Daniel halt gerade blöd gelaufen, oder die sind beide Fascho. Nee, nee, ich bin Hitler. Ja, Hitler ist auch ein Fascho. Hitler ist der Das ist mir egal. Oberfascho. Ich hab's ja trotzdem nochmal betont. Ich bin nicht der Previously Ey, ach so, stimmt gar nicht. Ich bin ja, wo, ne? Wähl Maxi. Ich habe schon eine blaue gelegt, er konnte mir nur die Wahl lassen. Proof Maxi lieber. Ey, nicht die Karte rumdrehen. Ich muss doch mal gucken, was ich bin überhaupt. Ja, du bist Fascho. Also, du hast eine Menge Outtakes auf jeden Fall heute, Andi, ne? Das stimmt. Ach, zwei. Ja. Okay, da stimmt was nicht, Freunde. Zwei. Oh, Scheiße, eine Sache habe ich gar nicht bedacht. Was? Wenn jetzt drei rote kommen, beziehungsweise wenn eine rote gelegt wird, kann Chucky checken.
Das stimmt. Eben. Daran habe ich gar nicht gedacht. Was sagtest du jetzt gerade? Egal, nicht hinhören. Wenn du eine blaue legst, bist du das relativ ist, safe. Das ist. Dann bist du King. Dann massiere ich deinen Nacken. Ja, weil dann. Also, dann besteht, ich gebe dir erstmal die Info. Dann besteht nämlich. Nee, lass ruhig. Du darfst noch nichts sagen zu den Karten. Du darfst nichts sagen. Ich will eben gerade nur was Allgemeines sagen, weil wenn Chucky jetzt mir eine blaue gibt, dann ist er nicht geil auf das Untersuchen. Also. Ja, aber auch als Liberaler kannst du untersuchen wollen. Gerade bei 5 Spielern. Das stimmt. Wann darf ich was zu den Karten sagen? Jetzt. Ich hatte 3 Rote. Scheiße. Okay. Wen willst du checken? Ich checke Andi. Was ist das? Oder? Okay. Ja, bitte? Ja, es passt, ist okay. Ich sag da jetzt nichts weiter zu. What the fuck? Kannst du sagen, dass ich liberal bin? Ich glaube, ich fast schon nicht mehr, dass du liberal bist, ne? Dann würde ich ja auch lügen, was mich betrifft. Sag doch einfach, was ich bin, dann ist gut. Liberal? Ja, okay. Die Reaktion. Damit kann ich doch leben. Warum habe ich das Gefühl, dass mir gerade keiner geglaubt hat, was ich sage? Und war das wohl nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht, dass ich gesagt habe, dann würde ich ja auch lügen, was mich betrifft. Ja, gut, ja, guck mal, auch sein. Die zwei Überliberalen, ne? Also irgendwie gar nichts mitgekriegt. Warum Chucky, wenn ich liberal bin, warum stimmst du dann nein? Ich stimme grundsätzlich nein. Das ist aber ein Fehler, wenn du liberal bist. Vielleicht bin ich ja nicht liberal. Und lüge, was meine eigene Existenz hier im Spiel angeht. Existenz angeht. Doch, das ist keine Existenz. Und du hast Baumwolle zu pflücken. Existenz! Andi, warum lachst du? Jetzt darf er ja. Andi lacht, weil er unser Führer ist. Nee, der hat wahrscheinlich 3 rote. 3 rote sei schon, 3 blaue gezogen. Ich sag nix. 3 rote, 3 blaue, 3 rote, 3 blaue. Hey, Fabi hat aber kurz überlegt. Ich weiß es nicht. Geh Baumwoll pflücken. Da gibt's nichts zu überlegen von keiner Seite. Das waren 3 blaue. Lol. Wie geil. Ja, und ich hatte in der Vorrunde 3 rote. Oh, ja, Moment, hat irgendwer schon eine blaue abgelegt? Ja, okay. Ich gerade. Nee, warte mal. Ja, doch, hast du doch. Nee, niemals. Ja, natürlich hast du gerade eine blaue abgelegt. Ich habe 2 gelegt. Nee, hallo? Du hast doch eine blaue abgelegt, haben wir doch gesehen. Ich hab dir 2 blaue gegeben. Digga, hol das Schild doch mal da raus. Ich hoffe, er hat doch. Warte mal, das heißt, es sind noch 2 blaue. Du meinst, dass ich das machen soll? Ja. Ja. Vertraust du mir? Oder vertraust du mir nicht und machst es deswegen? Das wirst du sehen, was ich hier gelegt hab. Aber ich möchte mal ganz kurz sagen, die Runde gerade sagt weder was über Fabi noch über mich aus. Digga. Oh. Joko, das reicht zum Stolz. Chucky entscheidet. Okay. Ich will halt Chucky das mit den 3 Roten nicht antun. Ja, und wem dann? Auch niemanden, deswegen habe ich mit Nein gestimmt. Ja, okay, aber. Damit ich nicht dass ich nicht der Verantwortliche. Moment, wer von uns ist am sichersten liberal? Also ich für nicht. Mich? Für Chucky ich? Weiß ich ja nicht. Wobei. Chucky hat mich als Liberalen confirmed. Das ist ja auch soweit korrekt. Aber es kann auch sein, dass er Fascho ist und mich auf seine Seite ziehen will. Ja, das kann auch jeder. Auch. Das kann auch bei jedem anderen der Fall sein. Oder es ja, kann aber auch sein, dass er ein bisschen dich rüberziehen will. Einfach. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das, was er jetzt macht, ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Vorausgesetzt, Maxi, ja, Moment. Genau. Die Konstellation hat man gerade schon mal. Ja? Das war die erste Runde, oder? Ja, ja, natürlich. So kann es sein, ja. Ja, und da haben, auch, da haben wir doch auch eine blaue gelegt. Das ist doch super. Da kann nichts schief gehen. Ah, ja. Die zwei Faschos. Den muss ich wieder mit Nein. Ach, Daniel, wie mal zählt man's, ne? Wenn das stimmt, dann lache ich. Also, dass ihr beide Faschos seid. Ich bin so liberal wie Stalin faschistisch. Jetzt kannst du lachen, Daniel. Jetzt hat er sich selber verraten. War das die richtige? Ja, musst du nochmal überlegen. Ja, ich war halt nicht so ganz sicher, ob das nicht doch die blaue sein könnte, aber ich hatte die Wahl. Ja. Naja, das heißt ja nichts, dass du die Wahl hattest. Hast du eine rote oder eine blaue abgelegt? Eine rote. Dass ich die Wahl hatte, heißt insofern was, dass ich für alle drei blauen da verantwortlich bin. Gut, für eine konnte ich nichts, das ist klar. Okay. Ich war für eine rote verantwortlich. Wie ihr das seht, ist eure Sache. Hey, was ist jetzt das? Fabi will Chucky. Daniel weiß ich noch gar nichts irgendwie. Ich hatte auch nicht die Wahl. Ich hatte eine rote gelegt, weil ich zwei rote bekommen habe. Achso, wir können umdrehen, wir haben alle rausgelegt. Ach ja. Okay, Daniel und Maxi, warum stimmt ihr mit Nein? Weil ich misstrauisch gegenüber bin, er als gewählt wird. Ich bin nur misstrauisch gegen Maxi. Nein, das sind zu viele. Was? Wieso? Naja, aber ganz ehrlich. Hä, warum sind das noch zwei Karten? Nee, Moment, Daniel, da muss gemischt gegenüber werden. Moment, ganz kurz. Hä? Warte. Zwei Karten müssen hier weg. Hey, Daniel. Maxi, warte jetzt nochmal. Warum mir gegenüber? Nein, nicht dir, Fabi und Chucky. Oh, jetzt darfst du. Ich hab grad Maxi verstanden. Ich denk mir nur so, hä, what the fuck? Ja, warum mir gegenüber. Warum bist du mir gegenüber misstrauisch? Ja, weil ich bin immer noch der Meinung, du ziehst an irgendwie so ein bisschen. Ja, was für lange der Blau ist, ist doch gut. Ich versuche Andi zu ziehen, ernsthaft? Du hast es nicht ja, echt wenn, so, du hast wenn, jetzt nicht echt drei wenn Blaue. Wenn du Liberaler okay. bist, ist es gut, aber wenn du Fascho bist, ist es. Ja, drei Blaue wären das Schlimmste, was jetzt passieren könnte. Das wäre richtig scheiße. Also klar, dann liegt eine blaue, aber dann kommen die nächsten zwei Legislaturperioden safe zwei rote. Er hat Periode gesagt. Ich kann nur das legen, was ich legen kann, ne? Hast du gezogen, Fabi? Okay. Was? Was du gezogen hast? Dreimal rot. Ne, Fabi darf jetzt den nächsten Präsidenten bestimmen. Ach so, ja. Aber die Schilder gehen trotzdem weiter und das ist außerplanmäßig, also du kannst jeden bestimmen. Ich. Deshalb jetzt kann ja auch Hitler gewählt werden. Wer sagt nicht, dass du Hitler bist? Moment, Chucky. Warum tust du ihn dann als liberal predikten? Eben. Ja, gut, das kann ich ja trotzdem, das kann ich ja machen. Oder ich bin Hitler, das stimmt, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Oder ich bin Fascho. Ich finde das schön, dass ich alle durcheinander bringe. Und gleich als erstes erschossen werde. Aber ich finde so, warum nimmst du nicht Daniel, über den weißt du doch nichts. Über ihn weiß ich, dass er eine Brote gelegt hat. Ob er da was für kann oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Ja, über Maxi weiß ich, dass er zwei Blaue gelegt hat, aber er könnte Hitler sein. Weil Hitler spielt nun mal liberal. Am liebsten würde ich echt Chucky wählen, weil der ist meiner Meinung nach am wenigsten Hitler. Vielleicht ist er Fascho, aber nicht Hitler. Das geht ja nicht. Fabi traue ich ja sowieso kein Stück. Dann hast du irgendwo eine relativ neutrale Persönlichkeit. Ja, aber Daniel könnte auch Hitler sein. Ja, Gott, dann nimm doch mich, ich bin so 100% liberaler.
Wow, Applaus, Farin. Applaus für den besten Verräter. Na Moment. Chucky will, dass ich Daniel will. Dass ich Daniel will. Das ist sehr... Fabi will gewählt werden. Keiner will Maxi wählen. Und jetzt ist Maxi Hitler. Mir ist das egal, wer gewählt wird. Keiner, ja, Maxi keiner... Ja, Moment, aber keiner, also selbst der Fascho ist nicht dafür, dass Maxi gestimmt wird. Das heißt, Maxi ist für mich die sicherste Option gerade. Ja, ja, oder man spielt sich in die Hände. Durch ja, glaube ich deine, nicht. Ja, Gott, aber durch deine Hypothesen? Ich habe doch noch gar nicht angefangen, Hypothesen zu stellen. Dafür würde eigentlich Andi viel zu liberal spielen, ja, bist wenn du er Fascho wäre. Nein. Ja, bist du dir sicher, Daniel? Warte ab, bis du zwei Leute erschießen können. Ob du dann das gleiche immer noch sagen wirst? Ich glaube, es wird nicht erschossen. Na, mal gucken. Na, siehst bitte du? Bitte keine Rot. Ich tippe darauf, dass eine rote Karte kommt. Was sage ich? Das ist nicht die Wahl. Ich hab dir eine blaue gegeben. What? Hä? Ich hab dir eine blaue gegeben, Genossenabgang. Fuck. Nee, er kann nicht Hitler sein. Moment. Er ist auch nicht Hitler. Ja, er kann gar nicht Hitler sein, sonst hätte er gerade gewonnen. Eben. Ich hab dir eine blaue gegeben. Digga, jetzt bin ich selber unsicher. Aber, ja, Maxi hat glaube ich das gleiche Problem. Andi redet so viel über seine Theorien, dass sie alle nur seinen Theorien immer grundsätzlich glauben sollen. Das macht mich gerade total durcheinander. Das Logischste wäre jetzt, wenn Andi sich selbst erschießt. ja, ganz ehrlich, das ist ja der größte Beweis dafür, dass er nicht Hitler ist. Richtig. Er kann sich halt selber nicht erschießen. Als Hitler würde ich so eine Diskussion nicht anfangen. Das behauptest weil, du. Nee, das rückt Hitler mich jetzt war auf. Wahnsinnig. Ganz ehrlich, da ist die Wahrscheinlichkeit viel zu hoch, dass mich das für euch in ein negatives Licht rückt. Als Hitler würde ich so eine Diskussion nicht anfangen. Er schießt farbig, dann sind wir sicher, dass Hitler tot ist. Ja. Also er ist zwar nicht Hitler, aber er ist ein Fascho. Von daher. Ne, nachdem wir ja wissen, dass er nicht Hitler ist, ist er halt jetzt komplett raus. Ob er Fascho war oder nicht, wissen wir nicht, aber ich weiß eigentlich, dass er Fascho ist, weil er hat eine blaue bekommen und hat sie nicht gelegt. Moment, die Wahl war außerplanmäßig. Fabi war davor Präsident, oder? Richtig. Chucky jetzt. Okay, die Wahl kommt nicht durch. Andi, du hättest mich obwohl. Warum hätte ich dich erschießen sollen? Er ist safe ein Fascho. Genau, wieder. Das behauptet Andi, dass er safe einer ist. Ja, ich weiß es halt nicht. Das ist das Problem. Oh, wie ruhig Fabi auf einmal wird. Ja, ich glaube nämlich, ich habe Hitler gerade sein Fascho weggeschossen. Na, das glaube ich nicht. So, Moment. Es muss gewählt werden, sonst kommt eine Random Card. Es muss gar nicht gewählt werden. Auf jeden Fall nein. Weil dann kann keiner schießen. Ich möchte nicht, dass Daniel schießt. Du verlangst jetzt erstmal gar nichts. Wir entscheiden selber, was wir wollen, Andi. Das stimmt. Ich weiß halt über Daniel nichts.
Das sagst du schon seit Anfang der Seite der zweiten Runde. Ich hatte halt auch nichts zu tun, ne? Das ist also ja, eben, ja, genau, aber gerade deswegen will ich ihm ja nicht den Schießprügel geben. Doch, ich schon. Hier, 3 gegen 1. Ja, okay, da ist der eine. Auch gut. Kommt jetzt nicht eine Random Card? Ach ja, stimmt, jetzt kommt erstmal eine Random Card. Ja. Und es ist eine... Ach, krass. Börse. Blauer. Okay. Wäre das rot gewesen, wäre das viel, viel besser. Moment, was? Ja, weil ich dann nicht schießen... Also, weil sonst halt niemand schießen könnte. Wenn rot gefallen wäre. Okay, da hast du recht, aber ich glaube, Chucky... Ich glaube, Chucky ist nicht so ganz sauber. Ich bin ganz sauber? Nee, obwohl nicht. Er nicht mehr ganz sauber. Wir sitzen hier 3 gegen 1. Ich habe offensichtlich einen Fascho weggemacht und du argumentierst immer noch gegen mich. Ich argumentiere nicht gegen dich. Ich habe nur meine eigene Meinung. Und die muss ja nicht mit deiner übereinstimmen. Andi, hol mal das Schild aus deiner Zone raus. Entschuldigung. Fabi wählt Andi. Irgendwann müssen wir wählen, Leute. Wieso? Wir können jetzt auch nochmal auf den Freischuss spielen. Wir gewinnen entweder die Liberalen oder die Faschisten gegen einen Schuss oder so, keine Ahnung. Okay, du bist Präsi. Oh Gott. Nein. Nein. Du wurdest nicht gewählt. Wie Andi immer gleich Nein sagt. Nein, nein, das war auf das Schild bezogen, weil Fabi das Previously Elected Schild zu sich gezogen hat. Aber er wurde ja nicht gewählt. Jetzt kriege ich irgendwie das Gefühl, dass Maxi kein Fascho ist. Oder war? Ja, das habe ich nämlich auch das dumpfe Gefühl. Wenn Maxi die blaue gelegt hätte, wäre das Spiel Andi, jetzt vorbei. Andi, lass unsere doch unsere eigenen Spiele machen, unsere eigene Meinung haben. Auf geht's, Andi. Wen möchtest du als... Wer soll dein nächster Führer werden? Kanzler, nicht Führer. Tischkanzler, ne? Ich weiß halt nicht. Einer der Liberalen ist gerade verwirrt. Ja. Einer der Liberalen ist gerade verwirrt. Obwohl. Er ist der Liberale. Ich kann's keine beweisen. Chucky wird gewählt? Ja, und wir müssen langsam mal wählen, sonst kommt wieder eine Random Card und da ist wahrscheinlich, oder beziehungsweise da ist sicher keine blaue mehr drin. Weil Maxi ja eine weggelegt hat. Aber wenn die Wahl nicht zur Schande kommt und es wird eine rote gelegt, kann keiner schießen. Ja, irgendwann müssen wir trotzdem wählen, sonst wird das Spiel ja, nicht random entschieden. Daniel, stimm einfach das ab, was dir dein eigenes Bauchgefühl sagt und nicht was argumentiert wird immer. Basiert darauf, Chucky. Das Spiel basiert darauf, dass man diskutiert und argumentiert. Ja, das ist richtig, aber ich habe trotzdem meine eigene Meinung immerhin noch. Ich muss sie nicht anerkennen, deine Meinung, und kann meine eigene vertreten. Bin mir nicht sicher gewesen, deswegen habe ich Augen zugemacht und irgendeine ausgewählt. Chucky, bist du Hitler? Nein. Gut. Glück. Alter. Ich bin Hitler. Du bist Hitler, Fabi, das wäre nichts Neues.
Die Karten hier müssen erstmal gemischt werden. Tut mir leid, Chucky. Ja, ist nicht schlimm. Dann erschießt Daniel. Nö, erschießt mich. Nee, du hattest ja keine Wahl, ich habe 3 rote gezogen. Ganz ehrlich, erschießt Fabi, er will immer gewählt werden. Fabi wollte noch nie gewählt werden. Für mich ist Daniel eindeutig Hitler, ganz ehrlich. Einer von... Moment. Dafür ist Daniel viel zu ruhig. Ja, aber Chucky, das Problem ist, aus meiner Sicht muss einer von den beiden Hitler sein. Weil du bist es sicher nicht. Und ich bin's auch nicht. Du kannst mich ruhig erschießen, das ist für mich kein Problem. Ja, Chuck, ich habe gesagt, aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht weiß ich, dass ich liberal bin und ich weiß, dass du nicht Hitler bist. Dann ist er entweder ein Fascho oder. Und Daniel ist Hitler. Wenn ich davon ausgehe, dass ich liberal bin. Auf geht's, Andi, erschieß mich. Klar, das Problem ist, Daniel besteht die ganze Zeit darauf, erschossen zu werden. Ich glaube, das ist umgekehrte Psychologie. Und Fabi behauptet, richtig, und Fabi behauptet die ganze Zeit, er wäre liberal. Wobei ich das ehrlich gesagt wenig irgendwo mittlerweile schon glaube. Chucky, du bist, Ich glaube, sein Internet macht einen Abgang. Nee. Ja, das glaube ich auch. Nee, ich überlege gerade. Chucky, du bist für mich aktuell so ziemlich dasselbeste am Tisch. Auf geht's eigentlich mal. Wie schätzt du Daniel ein? Glaubst du, er würde als Hitler sagen, er schießt mich, weil er denkt, dann würde ich es nicht machen? Das Problem ist, ich weiß es nicht. Ich hab halt gerade eine 50-50 Chance. Es könnte auch bei Fabi umgekehrte Psychologie sein, also bitte. Ja, aber ich glaube, also Daniel hat ja schon einige Südhitler-Folgen gesehen, von unter anderem Pizza. Ja, aber Daniel hat aber auch einen anderen, hat aber eben in den Runden aber auch ein paar Mal zurückgesteckt, ne? Ja. Ja, er war bis jetzt am wenigsten dran und konnte am wenigsten ausrichten. Ist ja, aber nicht mal, Andi, wie du mich eben erschossen hast, war ich auch liberal, ne? Jetzt fängt er so an. Hä? Ja, doch, genau, das ist es nämlich, Fabi. Und damit bringst du nämlich ziemliche Unsicherheit rein. Moment, wann hab ich dich erschossen? In der ersten Runde wurde ich erschossen, da war ich liberal. Ich meine, sogar du hast auf mich geschossen. Ja, da war ich aber Fascho, da war alles gut. Das stimmt, da war ich Hitler. Klar, aber sollte Daniel jetzt nicht nochmal Hitler sein? Das Problem ist halt, seitdem Maxi weg ist, ist Fabi so scheißenruhig. Ja, weil ich keinem von euch trauen kann. Es kann aber auch eine Masche sein, dass er so ruhig ist. Andi, darf ich, ganz ehrlich? Er schießt Daniel. Ich weiß ja nicht, weil bei Fabi könnte sein, dass du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Ja, ich würde Daniel jetzt erschießen. Okay, dann machen wir das. Ich bin nicht Hitler. Scheiße, Fabi ist Hitler. Dann weiß ich, wer Hitler ist. Scheiße, Fabi ist Hitler, das darf nicht sein. Ich bin jetzt Hitler, glaubt mir das. Wir glauben, abwarten. Chucky will nein. Gegen 1 hat's erklärt. Boah, Fabi ist vorbei. Hä? Was? Chucky? Fuck! Darf ich dich mal ganz kurz fragen, warum du so gespielt hast? Ich bin Fascho, nicht du. Moment, du bist mein Fascho? Ja. Digga, weißt du, wie ich aus der Wäsche geschlossen hat, als Chucky ihn auf einmal als liberal predicted? Ja, ich hab's geschafft. Danke, ich wollte nur eine eigene Theorie testen, die ich nämlich vorhin mal ganz schnell gelesen habe auf die Schnelle. Ich war der festen Überzeugung, dass Fabi mein Fascho ist.
Weil ich habe das jetzt nämlich auch es, wirklich geplant so gespielt, dass Fabi nicht wählen muss. Sorry, ich musste es gerade wirklich mal ausprobieren, weil... Okay, es Digga, funktioniert ich also. Ich hab komplett aus der Wäsche geklotzt. Ich denke mir so, what the fuck, was macht der jetzt? Da habe ich mir so gedacht, wow, jetzt ist natürlich Chucky kurze Zeit für Andi, der Fascho. Ja, stimmt, das war er halt, das war er auch teilweise für mich. Aber dass der mich confirmed hat, habe ich am Ende komplett vergessen. Okay, es funktioniert also wirklich. Maxi war für mich, Maxi war der liberalste am Tisch. Ja! Denke ich mir, jawohl, den ballerst du vom Haufen, steht 2-2. Da machst du nochmal irgendwie einen weg, wie ist scheißegal. Hauptsache, da geht noch einer weg. Gut, das mit Daniel, sorry, das wollte ich eigentlich nicht, muss ich sagen. Aber es ist egal, wen ich erschossen gewählt, also gesagt ich, hätte. Ich wollte selber. Ja, ja, eben. Aber ich wollte wirklich wissen, wie weit kannst du jemanden manipulieren? Und ich hab's ja so geschafft, dass als deine eigene als hat. Als du mich ja als liberal confirmed hast, hast du mich ja danach auch gewählt. Nee, ich dich andersrum. Richtig, du hast da, mich gewählt. Und da hast du ja mit Nein gestimmt. Da habe ich dann kurzzeitig schon gedacht, Moment, hat er jetzt wirklich das gemacht, als dass er liberal... Oh. Nee, das kann nicht sein. So schätze ich Chucky nicht ein. Ich will auf jeden Fall eine Revanche. Ja, da habe ja, ich ja. aber da hab ich voller Überzeugung meinen Fascho-Kollegen erschossen. Ist auch nicht schlecht. Aber es ist wirklich möglich auszuspielen. Ich glaube, das macht. Das funktioniert. Das war, pass auf, das es war, stand in der Beschreibung, stand aber auch drin, dass es eher mit mehr als 4-5 Spielern besser funktioniert, weil man dann halt ein größeres Umfeld sehen kann. Ne? Ja, ja, aber ja. Weißt du was? Weißt du, Andi hat mir halt nett die Wahl gelassen, gell? Ja, ich hab halt erstmal die Wahrheit gesagt, ja, damit ich so da stehe, als ob alles gut wäre, ja? Und Andi dann so, nee, hat mir ein blaues Game, Digga, da hab ich mir nur so gedacht, ja, oh, er denkt, Chucky ist. Ja, ja, aber pass auf. Ja, ja, aber pass auf, da waren ja schon 3 blaue. Ja. Und Chucky hat mich ja, ich glaube, 2 Runden davor als Liberalen confirmed. Das heißt, Chucky war für mich mein Fascho-Kollege, heißt, alle anderen sind liberal. Das heißt, für mich war dann auch klar, ich muss jetzt irgendwen über den Haufen ballern. Ja, eben. Das ist voll die geile Taktik, die muss ich mir merken. Ohne Spaß. Sorry, aber ich wollte es echt mal austesten, ob es wirklich funktioniert. Ja, für die Liberalen hat es halt nicht funktioniert. Darum ging es mir aber jetzt gerade auch in dieser Runde nicht wirklich. Ich wollte wirklich nur wissen, ob ich dich wirklich gegen Maxi ausspielen kann oder gegen seinen eigenen Kollegen. Und ja, ja gut, aber das mit Maxi war dann ja auch eher für die Liberalen oder für dich glücklich gelaufen. Weil ich hätte genauso gut auch Fabi oder Daniel nehmen können. Oder ja, du dich. Auch mich, stimmt, oder ja. Mich, ja, das hätte auch klappen können. Dann aber dich hätte ich halt nicht erschossen. Eben. Richtig, aber es funktioniert, dass man die Faschos gegeneinander ausspielt. Ja gut, aber man muss weitaus mehr als 5 Leute sein dafür. Aber du hattest ja auch unfassbar viel Glück, dass ich Hitler war und nicht normaler Fascho. Ganz ehrlich, ich hätte ja gelacht, wärst du Fascho gewesen und hättest Hitler erschossen. Nee, das hätte ich ja nicht gemacht, ich weiß ja, wer Hitler ist. Eben. Ja, aber wenn ich normaler Fascho gewesen wäre, dann wäre ich voll auf die Schiene gegangen, du willst mich auf deine Seite ziehen. Und hättest du es mitgemacht. Mann, deswegen habe ich nee, das hätte ich gesagt. Nicht. Nee, hätte ich nicht mitgemacht. Du hast doch eh noch selber gesagt, ich habe dich voll aufs Glatteis gefühlt. Und ja, habe ich auch. Jetzt ja. Kannst du nicht sagen, du hättest es umgedreht gemacht. Dann. Nee, aber ich sag gerade, wenn ich Fascho wäre, dann wüsste ich ja, wer Hitler ist. Und du als Liberaler confirmst mich als Fascho. Als Liberaler, Entschuldigung. Und ich weiß ja, dass du liberal bist und mich, wenn ich normaler Fascho gewesen wäre, als Liberaler confirmed hast, dann wäre ich zu 100% drauf gegangen, dass du ja, mich eben, auf deine Seite ziehen wolltest. Ich habe ja auch so ein bisschen die ganze Zeit gesagt, dass Chucky dich rüberziehen will. Ja, aber du hast es mit einer Kugel Gedanken bekommen, ne? Ja. Gut, Daniel war irgendwann, glaube ich, komplett Brainfuck, einfach nur. Ja. Na, ich war... Du warst überfordert mit der Gesamtsituation. Na, weil mit so einem Schachzug von dir, Chuck, hätte ich nicht gerechnet. Er war halt echt, Digga, habe ich so null mit gerechnet.
Ja, gut, wie gesagt, als er Vor danach, allem. wie ich ihn gewählt habe, Nein gestimmt hat, habe ich kurzzeitig dran gedacht, aber dann habe ich mir gedacht, nee, das macht keinen Sinn. Ja, vor allen Dingen, er sagt auf einmal, ich sag da jetzt mal nichts dazu, dann sagt er, dass du liberal bist. Ja, in dem Moment habe ich erst gedacht, entweder haben wir zwei verschiedene Kartenstapel rausgezogen. Ja. Oder Chucky ist einfach nur dumm. Genau, ich hatte nämlich die zwei Karten. Achso, genau. Nee, Ja, aber als du wirklich, und ich als du. hatte die Faschokarte von Andy. Ich habe wirklich, wie du checken konntest, habe ich mir so gedacht, okay, du kannst jetzt aber nicht sagen, check Fabi oder Daniel, das wäre viel zu auffällig. Und dann nimmst Ja, halt echt meine eben. Karte, ich denke mir, scheiße, jetzt bin ich voll am Sack. Dann sagt der Liberal, ich glaub's nicht. Ich hab mir so ein Facepalm gegeben und auch, wie aus dem. Digga, ich hab geguckt, das kannst du dir nicht vorstellen. Mein Maul stand 2 Meter weit Blick hätte ich offen. wirklich. Nee, ich hätte Weißt du, ich ich hab zu mir, gerne ich hab, gesehen. ich, im ersten Moment habe ich mir so gedacht, what the fuck, was macht er jetzt? Und zweiten Moment so, jo, eigentlich ist jetzt Hitler schon auf jeden Fall safer geworden. Ja, das fand ich halt auch nicht schlecht in der Situation, weil ich glaube, für Daniel und Fabi war ich dann relativ safe. Zumal ich ja da auch ein paar Blaue hingelegt habe. Ja, ich habe ja so mitgefiebert, wenn es nicht Es war gewählt halt worden wäre, eine dass dann schon wieder ein Random es war kommen eine böse Runde, würde ich sagen, ne? würde. Ja, Chuck hat die Liberalen irgendwie alleine kaputt gemacht, als Liberaler. Ja, gut, aber ich habe trotzdem das geschafft, was ich wollte. Mehr oder weniger. Ja, du wolltest halt nur die Taktik testen. Richtig. Und die funktioniert ja auch. Ich habe im Übrigen auch einmal als, ich glaube, ich habe einmal als eine blaue gesucht wurde, habe ich eine weggeworfen. Andi, hast du schon abmoderiert? Nein. Da ist alles noch drin. Okay. Alles noch Weil nachbesprechen. Fabi wollte sich jetzt halt einen runterholen, deswegen fragt er. Nee, ich wollte eigentlich noch eine Runde Cards Against Humanity drücken, ey. Können wir gerne machen. Ja, ohne mich, weil ich bin jetzt gleich weg. Aber mal ganz kurz, Fabi, was hast du eigentlich gedacht, nachdem ich Maxi erschossen habe? Weil da warst du ja gar nicht mehr beteiligt eigentlich. Ja, Du ich hast hatte mir gar aber nichts von komplett mir Ausgleich mitgekriegt. weg. Genau, ich war da richtig Brain AFK, ohne Spaß. Ich habe da eigentlich gar nicht mit Ruhe nachgedacht, was jetzt losgeht. Aber im Prinzip, Daniel hat sich so richtig für mich als Hitler dargestellt, so ein bisschen. Ja, Mit und seiner dann habe ich, Angel, dann war ich das weiß halt, was. dann habe ich halt auch noch, für mich war klar, dass ich Daniel erschießen muss, weil bei Chucky war ja dann das previously elected Chancellor. Und Daniel hätte, glaube ich, für mich gewählt, wenn ich dich erschossen hätte und hätte aber selbst mit Nein gestimmt. Heißt, Fabi musste mich wählen und Fabi habe ich so eingeschätzt, dass er dann auch noch mit Ja stimmt. Na gut, das war doch mal eine schöne Runde als Hitler. Es war eine böse Runde. Als Fascho fand ich es nicht toll. Ein Liberaler hat mich zum Sieg geführt. Und Ja, hat einen geführt, Kollegen verstehst du? kaputt gemacht. Ja, bis nächste Mal, Servus. Jo, tschüss.